Hallo YouTube und willkommen zu einem neuen Video. Wir haben hier unseren Philips AD7000W, unseren Lautsprecher mit AirPlay. Wir erinnern uns, den habe ich für 140 Euro aus dem Amazon Warehouse Deal bekommen. Absolut günstig und jetzt wollen wir das Ding nochmal einrichten. Eins ist mir direkt schon aufgefallen, Akku und, was heißt Akku, aber das Stromkabel zu dem Ding ist extrem kurz. Ich würde mal sagen maximal 1,5 Meter. Keine Ahnung, was das soll. Da hat sich Philips, also als ob ein Meter Kabel mehr gekostet hätte. Das hätte aber um einiges mehr Komfort gebracht. Nur mal so als Hinweis. So, ihr merkt, wir stecken es einfach ein. Hier hinten habe ich noch einen Anschalter, aber naja, startet auch so. Lauter leise Taste, USB-Anschluss, nochmal ein Audio-In, falls für einen MP3-Player oder ein iPod oder CD-Player. Jetzt hat das Blinkelicht hier eben schnell geblunken und nach einigen Sekunden fängt es an, langsamer zu blinken. Das ist jetzt der Moment, wo es ans Einrichten geht. Ihr könnt dieses Gerät auf zwei Arten einrichten. Die einfache Methode, wenn euer WLAN-Router WPS unterstützt, dann Knopf gedrückt halten, am Router Knopf gedrückt halten und die finden sich, piept einmal und ihr seid fertig. Und für alle älteren Router, die das nicht können, kommen wir jetzt zum Schritt, das mal von Hand einzurichten. Dazu drücken wir einfach den Knopf für, ich glaube, so 3 bis 5 Sekunden. Also 1, 2, 3, 4, 5. Und so, jetzt blinkt der in unterschiedlichen Farben. Grün, orange, grün, orange. Und jetzt müsste das Ding eigentlich ein WLAN aufgebaut haben, damit wir es besser uns angucken können. Ich habe hier mein iPad. Und wir gucken mal, eigentlich sollte das jetzt hier direkt in die Netzwerksuche gehen. Und es sucht, es sucht, es sucht, es sucht. Ich mache nochmal WLAN aus, WLAN an. Lass es nochmal suchen. Und genau da haben wir jetzt unseren Philips Fidelio AirPlay. Da einmal drauf und mit verbinden. Rödelt ein bisschen. Rödel, rödel, rödel. So, jetzt ist er angeblich mit verbunden. Und jetzt gehen wir ganz normal in den, können wir ganz normal in den Safari-Browser wechseln. Ich mache mal fix eine neue Seite auf. Und da gucken, geben wir jetzt diese Standard-IP-Adresse ein, die wir alle von ganz vielen Geräten kennen. Punkt 168.1.1. So. Enter drücken oder öffnen drücken und wir sind drin. Hier kriegen wir jetzt unser Optionsmenü. Da können wir das Gerät umbenennen. Ich habe es beim letzten Mal Küche genannt. Würde ich jetzt auch wieder machen. Und wir können es in unser hauseigenes WLAN einloggen. Können wir jetzt unser WLAN auswählen. Meins von Technik Faultier heißt natürlich Faultierland. Einfach auswählen, oben noch einen Namen eingeben und wir wären fertig. So konfiguriert man den AirPlay-Lautsprecher über Safari bzw. über das eigene WLAN. Wir machen jetzt aber Folgendes. Ich mache es noch einmal, das Gerät noch einmal aus. So, jetzt machen wir die andere Methode, sprich wir machen die Pussy-WPS-Methode. Wir drücken hier den Knopf, wir drücken ihn am Router den Knopf und lassen sich die beiden einfach so finden. Ich habe es nochmal ausgemacht, schalte es jetzt wieder ein, sprich unsere grüne Leuchte tanzt wieder Disco. Wir warten, bis sie sich beruhigt hat und dann machen wir Folgendes. Wir drücken zuerst am Router den WPS-Knopf. Andersrum habe ich eben probiert, das ging leider nicht, warum auch immer. Machen wir es so wie von Philips vorgesehen. So, jetzt ist das Ding hier wieder bereit. Ich hoppel schnell zum Router, drücke da den WPS-Knopf. Bei meiner Fritzbox ist das so, dass ich die WLAN-Taste so 7-8 Sekunden gedrückt halten muss. Dann beginnt das WLAN-Licht zu blinken. So, das WLAN-Licht am Router blinkt, WPS-Suchmodus ist aktiviert. Jetzt drücken wir hier wieder unseren Knopf. Diesmal drücken wir ihn aber nicht für 3 bis 5 Sekunden, sondern nur einmal ganz kurz. So, und wir sehen eine neue Farbe. Jetzt ist es nicht nur noch grün und orange, sondern auch noch rot. An diesem Modus erkennt ihr, der ist jetzt im WPS-Suchen
sucht das und sucht unser WLAN, macht gleich hoffentlich einmal Piep und hat unser, genau, da war unser Piep schon. Die beiden haben sich gefunden und das war's. Jetzt ist unser WLAN AirPlay für Lautsprecher bereit, leuchtet auch schon blau, sprich eingeschaltet. Und ich mache jetzt einfach mal Folgendes. Ich könnte jetzt hier ein Radio nehmen, ich könnte Musik nehmen oder ich könnte sonst etwas nehmen, mache ich aber nicht, weil sonst kriege ich nachher noch böse eins auf die Pfoten von irgendwelchen Rechteinhabern, GEMA oder sonst was. Deswegen gehe ich einfach auf YouTube, schnapp mir hier eins meiner Lieder, einer meiner Videos, wo ich alle Rechte dran habe, auch am Sound, starte das einfach. So, und ihr hört, Ton kommt hier aus dem iPad. Ich drücke jetzt einfach auf unser AirPlay-Symbol. Das ist überall das gleiche, egal in welcher Anwendung ich bin. Und habe jetzt mein AirPlay-Ding. Wenn ihr das noch nicht konfiguriert habt, dann steht da ganz normal AirPlay, Philips irgendwas, Vimeo, Video oder so. Ich habe den ja aber Küche genannt. Also, und jetzt ein paar Sekunden warten und... Es ist AirPlay-kompatibel und das zu einem relativ günstigen Preis. So, wie ihr gerade gesehen habt, Lautstärke kommt da raus, funktioniert wunderbar. Und ich kann die Lautstärke direkt hier vom iPad konfigurieren, lauter, leiser, Stopp auch. Oder ich kann die Lautstärke hinten an den Knöpfen noch manuell einstellen. Fernbedienung kommt bei diesem Lautsprecher leider nicht dabei, wobei leider, ich steuere ja sowieso meine Musik von iPad, iPhone, dann kann ich auch, da finde ich es auch dann richtig, die Lautstärke über die Geräte zu steuern und nicht, dass ich nochmal ein extra Ding habe. So richtet ihr euren Lautsprecher ein. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.